Vorwärtsmarsch. Sind gerade alle drei ziemlich parallel. Doch gut. Noch mehr Lapis Lazuli. Oh mein Gott, wie ich die Alte da schon sehe. Krishna Plack. Ja, Zahnbelag gibt's da, aber ganz derben. Ich voll ja ein Strip meines, ja, man kann nebenher Bier trinken. Ja, auch nur 8 Blöcke lang. Reicht für einen Schluck. Halt mir ein, ich hab Durst. Trink. Nichts zu trinken da. Müsste ich jetzt runtergehen, mir was holen. Und dann zack, zack. Nee, keine Lust, ich bin zu faul, hallo? Ah, Gravel-Einbruch. Gravel-Einbruch. Außerdem will ich ja euch eure Klischees versauen. Welche Klischees? Andi der Kettenraucher und Simon der Alki. Weißt du, das bin dann ich, wenn ich mir jetzt was zu saufen hole und eine rauchen gehe. Ja, rauchen darfst nicht, du darfst dir was zu trinken holen. Ja. Rauchen kannst du auch im Zoo, ne? Werde ich garantiert nicht tun. Habe ich mir so mühsam abgewöhnt. Also wirklich Rauchen im Zimmer sich abgewöhnen, ist wirklich furchtbar. Das habe ich Also falls. ja auch in meinem Oha erwähnt, aber das ist in der zweiten Folge. Im Rauchen in der Bude. Ja, Was ist damit? also. Wirklich. Ich finde Was Rauchen in der macht? Bude, es ist eigentlich ganz angenehm, aber irgendwie, Ah! mir haben schon auch Leute gesagt, ja, deine Kleidung riecht extrem nach Rauch. Und da habe ich gesagt, ja, schade, die ist nämlich frisch gewaschen. Und was bei meiner Wegen einen meine Lektern. Kleidung immer in der Waschküche. Was? Immer, du lässt deine Kleidung immer nur in der Waschküche. Ja, die Klamotten, wo ich hier in meinem Zimmer habe, die sind naja, nicht so zu entweder eh getragen. Wenn du hier in die Grotte gehst, dann ist ja eh scheißegal. Ja, wenn Aber Grotte geht, ist scheißegal, aber. meine frische Kleidung, meine, ich sag mal, gute Kleidung, Wassereinbruch. Ja, dir bricht gerade Lava alles ein. entgegenkommen. Also aber so meine frisch gewaschene Kleidung, die hängt immer unten. In der Waschküche. Da stinkt es auch nicht nach Rauch und nach gar nichts dann. Ja, nee, aber bei mir hat er selbst hier Dings, Gedöns, Bums. Ah, fuck. Nach der Waschmaschine noch nach Rauch gerochen. War als üble. Also, weißt du, aus der Waschmaschine raus, dran krochen und dann, oh, riecht nach Rauch. Gedönsbums ist gut. Das ist allerdings ziemlich fail dann. Eine Fail ist es nicht, ist halt heftig. Ah, Lava. Dann ist. Ja, aber wenn es aus der Waschmaschine rauskommt und nach Rauch stinkt, dann würde ich mir überlegen, ob ich nicht vielleicht das falsche Waschmittel habe. Wollte gerade sagen. Aber so ein Tabakwaschmittel. Davidoff ist Aber kein nee, das Waschmittel. gibt's. Aber normal meine Wäsche, wenn es aus der Waschmaschine rauskommt, dann riecht sie frisch gewaschen. Das musst du mit meiner Mom klären. Du nimmst ja auch Lenore, oder? Lenore ist doch für leibeigene Neger ohne Rechte. Das muss ich ja. Der leibeigene N. Geht Nutzlose. zurück, hier kommt ein Lavasee, den mag ich nicht. Den habe ich überbrückt. Ja, du weißt doch, Andi und Lava. Ja, schon. Und bei mir leckt es gerade wieder wie. Ich hatte auch Aber mir hat gerade es den gerade auch geleckt. Mikroruckler. Das leckt wie. Ja, nein, das lasse ich jetzt. Lecken wie Lassie. Ist es politisch unkorrekt, wenn ich sage, das leckt wie Lesbe? Ja. Okay, dann sage ich das nicht. Wenn wir wegen dir einen Strike Könntest. kriegen, dann gibt's Ärger. Wegen ihm was kriegen? Ein Strike Von wem? von YouTube? Du kannst ja von YouTube Strikes kriegen und beim dritten wird dein Account erstmal genau überprüft. Glaube ich 3. Was? Was? Warum hast du drei Dafür. Strikes? Drei Ja, drei Accounts. Accounts. Ach so. Also überleg mal, du hast so einen Also. großen Account wie Gronkh oder so und der kriegt seinen dritten Strike und ist erstmal down. Das würde mir dann irgendwie Leben ziemlich mies machen. Vor allem, weil er ja davon lebt, ne? Der lebt davon? Ja. Ja, der hat noch genug Ding, noch genug andere Kanäle. Ich lebe davon Gronkh und Sarasa. sich YTT und was weiß ich.
Ja, aber Gronkh mit Zartha, der hat ja hier eh seine Play Massive. Ist doch eine GmbH, oder? Ja. Der lebt davon? Ja, das ist sein Ja, der lebt Beruf. davon. Krieger auch. Aber ich könnte mir echt einen schönen Job vorstellen. Am Anfang bestimmt geil, damit sein Geld zu verdienen, aber irgendwann ist ja so, du musst dann das zocken, weißt? Ja, zocken müssen, zocken als Beruf, weiß nicht. Ja, schon, aber weiß, wenn es dir Spaß macht, dann ist es auch okay, finde Ja, ich. klar. Aber ich würde es jetzt nicht machen, ohne einen anderen Beruf ja dann zu haben. Nö, das nicht besonders. Ich frage mich halt, was auch, wenn du diese Chaoten von YTD zum Beispiel anschaust. Weil ich finde es nicht schlecht, was sie machen an sich. Aber sind halt schon voll auf diesem Trip hier, dass sie das ihr ganzes Leben lang machen, mehr oder weniger. So kommt es mir auf jeden Fall Ja, vor in aber diesen weißt du, irgendwann mit, wenn du 80 Videos. bist oder so. Da bist du eh in Rente. Ich weiß nicht, ob Ja, die jetzt irgendwas abwarten. gelernt. Also ich weiß nicht, Was? ob die jetzt irgendwas gelernt haben, groß schon, oder ob die nur das machen oder keine Ahnung, wie das bei denen funktioniert. Ich finde es halt schon ziemlich krass, wenn man sich auch schon darauf eingeschossen hat. Jo. Man glaubt, solange wie es funktioniert, ist es okay, wenn man damit auch genug Kohle machen kann, dass man sich sein ganzes Leben lang damit durchrettet, dann passt es auch irgendwo, aber Hallo Andi. nee, ich finde es also. jetzt trotzdem nicht so toll. Also ich. Für mich wäre es nichts. Ja, für mich auf Lebenszeit oder so, so mal vielleicht so ein Jahr oder sowas so zum Rumfanken oder so. Aber jetzt so auf, nee. Ja, aber ich mache das just for fun, wenn dann nicht, Ja, weil ich es eben. muss. Wenn Bei mir ein halt Zwang drin einfach. da ist, dann macht es gar keinen Spaß So, Jungs, habt ihr die Uhr im Auge? Ja, Ja, mir. 21:53. Irgendwann demnächst aus, würde ich sagen, ne? Ja, ich würde sagen, treffen wir uns oben in der Bude, oder? Ja, ich Wir will nur mein Skript können. fertig minen. Ja, kann's ja. Ich guck mal noch nach dem Getreide und lass die Viecher nochmal poppen und so. Gott ganz für Hühner. Es sind auch deine Hühner, mir gehören die Kühe. Habe ich vorhin poppen lassen übrigens. Ja, aber es ist ja schon ein Tag vorbei, ne? Ja, da wo ihr Wir im Leben brauchen noch wart. länger, glaube ich, für den Tag. Ne, ein Tag. Ein Tag nach Zyklus. Echt? Sind die Jo, wo mir denn erzeugungswillig? Samen, bitteschön? Was? Samen. Hier sind gerade zwei Spinnen. Ich kann gerade nicht. Samen? Die müssten vorne in der Essenskiste sein. Nicht. Hier? Tatsache, keine drin. Musst du das Getreide ernten, ne? Was irgendwie scheiße ist, das Getreide, weil das Zeug nicht mehr immer zwei Samen droppt. Ja, du hast Selbst. immer mehr, du hast immer, ich habe vorhin, habe ich Ding, ich glaube 17 Getreide oder sowas rausbekommen und da war eins, ewig viele Samen dabei. Meine Singleplayer-Map ist so, dass ich teilweise pro Ackerfeld mal ein Getreide und mal einen Samen kriege, aber selten beides. Wenn sie ausgewachsen sind, krieg ich immer mindestens beides. Ja, die waren ja Ja. aber ausgewachsen. Es waren ja nicht irgendwie Samen geerntet oder so, sondern es waren ausgewachsene Pflanzen. Ja, aber du kriegst pro Ding. Habe gerade ein bisschen abgefarmt, das habe ich noch drei Samen übrig, Hier, vier Samen hier. übrig. Müsste reichen, oder? Wow, Hab Lava. 16 Samen jetzt, hallo? Hallo, Kühe! Nee, erst muss ich das Skelett töten. Ja, sonst stehe ich da drin und kann das Skelett nicht angreifen. Das machen wir eins. Hallo? Voll die Skelettversammlung hier. Du und Naja. du, du und du, du und du. Also ich werde dann so weiter. Ich brauche noch ein bisschen. Super, es liegen da EP auf dem Dach. Yay! Shotgun. Meine. Wow, Alter! Ja. Wir hatten hier in meiner Mine so ein scheiß tiefes Loch gegraben. Wichser, das gibt Troll. plus eins. Er hat einen Stein in die Gruschkiste gelegt. Hallo, das war nur so lang, so tief, bis ich hingekommen bin. Simon, du hast einen Pfeil im Kopf.
Was? Ich habe Pfeil im Garten? Wie geil! Ich habe ein Pfeil im Kopf. Oh, jetzt bist du wieder Sam, ja? Zieh ihn raus, zieh ihn raus, zieh ihn raus! Wo ist eigentlich dein Eisenhelm? Ach so, der ist tot, oder? Der ist ein Nähter. Du meinst, der war ein Nähter? Ja. Ich habe nur noch Goldschuhe mir mitgenommen. Hallo? Ah, jetzt. Jo, Gunni, kommst du? Auf dem Weg, aber ich werde die Öfen noch bestücken, geschwind. Dann werden die ganzen Sticks von hier oben schon wieder weg. Ich hatte vorhin aus Versehen welche in der Tasche. Oh. Wollt doch kurz was für uns basteln. Was denn? Drei Diamantschwerter. Lol. Ich werde welche mit hochbringen. Lol. Die Diamanten sind alle oben. Ne, ich mein Sticks. Nein, nein, wir haben ja genug Holz hier. Aber welche ja, das sind. Leute, wenn ihr das Holz so wie es ist, also als Rohholz lasst und euch dann einfach immer ein Rohholz rausnehmt, dann bekommt ihr auch 8 Sticks raus oder 4 Bretter und dann kannst du Platz sparen in der Kiste. Ich lieg im Bett. Wir haben ja Platz in Unmengen eigentlich, ne? Ich lieg auch im Bett. Alle Mann ins Bett. Danke! Wieso liegen Steine in meiner Kiste? Jetzt gehe ich noch aus dem Gunny raus und dann passt es. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, wie auch immer, und tschö, tschö. Auf Wiedersehen. Tschö.